Abonnier uns jetzt kostenlos. Was geht ab, Freunde? Ich bin Savannah. Du siehst es, ich habe hohen Besuch heute bei mir. Domiziana ist am Start. Und du, mein Schatz, du hast ja so eine Open-Verse-Challenge auf TikTok gestartet. Zu deinem Track Ohne Benzin, der da ja auch richtig krank viral ging. Mhm. Hast du so ein bisschen gecheckt, was da so reinkam? Ich habe mehr, also das Ding war, wir haben es gepostet und dachten wir so, okay, ein paar Leute werden vielleicht was dazu machen. Und dann kam es, kam so viel. Ich habe ungelogen so viele Videos dazu gesehen und genau das machen wir jetzt auch. Wir machen so ein bisschen Deal or No Deal. Ich zeig dir ein paar Videos, die ich jetzt quasi rausgesucht habe. Und jedes Mal, wenn du sagen würdest, jo, würde ich mit auf den Track packen, dann sagst du Feature. Top. Und wenn nicht, dann sagst du halt No Feature, okay? Alright. Wir fangen mal mit dem ersten an. Ich zeig dir mal, sag die Heroes was. Ja, auf jeden Fall. Okay. Tu mal nicht auf Hindesthand, ich kann deine Blicke scannen. Seh dich an und denk mir nur wow, wow, wow. Crying at the Discotheque, eine Million Tinder Dates. Du brauchst diese Love und ich auch. Und du weißt auch selbst nicht, was du und hier tust. Du hast Namen auf dem Herz wie Tattoos. Und ich glaube, du hast mich verflucht. Er nimmt keine Ehe, er ist hart und intensiv. Was sagen wir? I love the boys. Wir haben uns auch getroffen. Auf jeden Fall Feed, obviously. Okay, sehr gut. Ihr habt euch getroffen? Yes. Wir hatten Lunch zusammen und haben ein bisschen gequatscht. Ah. Einfach so zum so abchecken, was geht. Yeah. Wir feiern uns gegenseitig. Und hast du den Respekt. Beiden auch gesagt, dass du das geil findest? Ja, ja, ja. Aber wobei, ich weiß nicht mehr, ob wir uns vor diesem TikTok getroffen haben oder danach, ehrlich gesagt. Aber ich habe den geschrieben. Ich habe direkt den nächsten in der Pipeline. Kommt von Sam-OV. Okay. So. Ich hab keine Ehe, aber alles, was sie braucht. Und sie lässt mich nicht mehr gehen wegen Butterflies im Bauch. Ganze Bude voller Rauch und der Bass, der macht mich taub. Baby, glaub, ich fühl es auch. Es ist alles wie im Traum. No, no, no love. Shit, ich bin lost. Ich hab kein Benzin mehr. Wär gut, wenn du hier wärst. Und Franco, mein Kopf ist lange nicht mehr hier. Ruf mir mal ein Uber, es ist Mitternacht um 4. What do we think about this one? Ich werde einfach die ganze Zeit Feed sagen, es ist so schlimm. Deswegen, das hatte ich tatsächlich nicht gesehen, deswegen bin ich voll überrascht. Ich liebe das Ende und ich finde, es ist immer sehr süß, wenn Leute so Anspielungen auch an meine Lyrics machen, weil es ist so eine, also es ist eine Ehre. Ja. Und ich mag es, wie sie kreativ damit umgehen und Flows machen, auf die ich nicht gekommen wäre. Das finde ich super geil. Ich finde auch die Stimme ultra krass, muss ich persönlich sagen. Das klingt so ein bisschen rauchig, so ein bisschen raspy. Love that. Die Kombination halt einfach ist geil. Also sehr gut. Sehr gut, also sehr gut. It's gonna be a problem. Okay, pass auf, ich habe direkt den nächsten mit am Start. Lass mal ganz kurz gucken. Ott Pendia. Rasselbande. Bist du meine Rasselbande, hängen nachts im Park ab, klauen seine Limo und ich steuer uns nach Marzahn. Bruchhaus, Treppenhaus, ich will high sein ohne Aids, das Abbau ist und Joints, doch ich frag nicht, wie's dir geht. Hey, es klebt, so wie Huba, Huba, Buba. Ich baue grüne Wundertüten, so wie Tabaluga. 1,70, doch die Bitch, die stört es nicht, wenn sie runtergeht, fragt sie. Das ist so, mit dem bin ich auch connected, als Rasselbande rausgekommen ist, war ich so, this is sick, this is a sick song. Und wir haben auch geschrieben, sie hatten mir tatsächlich geschrieben und waren so, hey, wir schaffen es nicht zu duetten, wie können wir es runterladen? Und ich so, scheiße, und du erstmal so einen TikTok-Crash-Kurs gegeben? Ich war so, geil. Leute, ich glaube, ihr müsst das und das machen. Ja. Und ja, genau, wir haben ein bisschen gequatscht und ich fand es auch mega nice. Okay, sehr gut. Ich hab noch, pass auf, ich habe jetzt zwei Parodien, aber ich finde, die passen ultra krass drauf. Ich bin mal gespannt, ob du es vielleicht schon gehört hast, beziehungsweise ob du es kennst und ob du es feierst. Vico 63. Ah, lol. Wein, Zucker, süß, doch da steh ich nicht drauf. Oh shit! Ich hab den ganz sauer, trotzdem gebe ich eins so aus. Geil. 4,50 € für die Rotweinflasche. Doch sie denkt, er war teuer, Bro. Ich hab sie in der Tasche. Sie dance. Am Morgen werf ich Steine an ihr Fenster. Yes, Queen. Sie schleicht sich mit mir raus und Mama denkt, okay, 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 okay. Wir warten noch auf den Refrain. Wir bleiben uns zertrennen. This is the one. Wein wird sauer und sie merkt, so ist er besser. Sie findet Wein mit schon Gustav. Doch er muss süß sein. Also hol ich dir lang Gustav. Passt schon, oder?
So geil. Ist schon ein Bob. Es kommt so hart. Das ist halt das Lustigste. Hast du das schon gesehen gehabt? Das hatte ich schon gesehen, ja. Okay. Ja. Alle Remixes gibt es so, in meinem Blog gibt es auch. Oh, okay, das habe ich noch nie gesehen. Das ist so geil. Ja, glaube ich. Ich liebe es, wenn Leute sowas machen. Kennst du ihn zufällig? Nein, wir kennen uns nicht persönlich, feiere ich aber. Als das rausgekommen ist und viral gegangen ist, war ich so, this is sick. Ja, dachte ich auch so. Ich habe zuerst, hatte ich so das Gefühl, okay, das ist so die Gymnasialhymne gefühlt. Mhm. Irgendwie hat mir das so voll den Vibe gegeben. Aber fand ich richtig krass, vor allem jetzt auch im Remix mit deinem. Ich habe noch einen, kommt von Maram, aka Nicki Hijab. Do I know this? Maybe you know. Ich bin ja Rapper, also let's do this. This one is for the boys with the booming system, top down AC with a cooling system. And it come up in the cap, baby blazing up. Got stacks on back like he's saving up. And he ill, he real, he might got a deal. Hip hop batters, man, got a rock kind of bill. He cold, he dope, he might sell coke. He always in the air, but never fly coach. Motherfucker trip trip, sell off ship shop. Wanna make a trip trip, kiss my lip. That's the kind of dude I was looking for. And yes, you get slapped if you look him home. I said, excuse me, you're a hell of a guy. I mean, my mama, I like a pelican fly. I mean, he's so shy and I'm loving each other. He likes to go, I'm the guy with a thing on his eye. Oh. Das ist so geil. Es ist schon ein harter Vibe. Mehrere Leute haben das gemacht. Ich hab's schon. Okay. This was a moment. Okay. Superbass sowieso einfach. Ich glaube, in meiner Generation, als ich 14 war, alle konnten's rappen. Mhm. Ja, also ich habe die Lyrics immer noch in meinem Kopf. Ja. Ganz weit vorne. Das ist so lustig, ne? Man vergisst Vokabeln im Unterricht zum Beispiel. Ich kann kein Französisch, ich kann kein Spanisch mehr. Englisch ist noch okay. Aber solche Songtexte kann ich halt dann noch. Easy. Bleibt halt hängen, ne? Ja. Also würdest du auch Feature geben? Safe. Okay, Domitian hat einfach alles weggefeatured. I'm sorry. Aber es ist einfach eine Ehre, wirklich, wenn Leute das machen. Das ist ja auch der Beweis dafür, dass es geil ist, beziehungsweise dass deine Mucke geil ist und dass alles drauf auch geil funktioniert. Thank you. Sehr, sehr gut. Jam FM. Deine Nummer 1 für neue Musik.